Und der Boden ist der Magen der Pflanze. Kuhverstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast. Und zwar ist er seit 15 Jahren bei der DSV, der Deutschen Saatzuchtveredelung. Er kommt gebürtig aus Österreich von einem Milchviehbetrieb. Er ist der fünfte Sohn dort und hat sich dann frühzeitig umorientiert, hat viel gelernt über das, was im Boden abläuft, über Grünland, Getreide, Raps, Mais und Zwischenfrüchte, wie man da vorankommt. Ja, es hat ihn nach Schleswig-Holstein verschlagen, durch die Arbeit, dann durch die Liebe. Und ganz toll, dass du dich da so einsetzt, Herr Krallinger. Andreas Krallinger, ne? Genau, ja, immer wieder der Andreas Krallinger. Genau, und dass wir hier jetzt sitzen können, freut mich besonders. Ist ja auch nicht das erste Mal. Und zwar haben wir uns kennengelernt, ja, vor 5 Jahren ungefähr, auf einem Grünlandtag. Ja, da war ich so begeistert von dir, dass ich dich dann auch rangeholt habe auf unser Grünland. Wir auf 2 Flächen mal was ausprobiert haben. Und da waren wir auch gerade und haben uns das angeguckt. Und da möchte ich mit dir ein bisschen sprechen. Was mich besonders fasziniert hat, noch, was mir noch so in Erinnerung ist vom Grünlandtag, ist, wo du dann die gemeine Rispe rausgerupft hast und das deutsche Weidelgras und dann gesagt habt, riecht mal. Und dann hast du es rumgegeben und man wirklich so das gerochen hat, dieser Unterschied zwischen diesen Gerüchen. Also dieses Muffige von der gemeinen Rispe und dieses leckere Frische vom deutschen Weidelgras, dieses Süßliche. Das war mir so nie bewusst und das ist ja klar, dass das denn auch schmackhafter ist. Ja, herzlich willkommen. Hast du noch was zu ergänzen zu dir? Ja, natürlich. Also, ich bin und bleibe der Andreas Krallinger. Wie angesprochen, bin seit 15 Jahren für die Deutsche Saatveredelung im Außendienst in Schleswig-Holstein. Und ich möchte viele Zuhörer interessiert natürlich auch, wie man als Österreicher, als Salzburger nach Schleswig-Holstein kommt. Du hast angesprochen, erst die Arbeit, erste Liebe. Dann nicht als Hofnachfolger in Österreich, wir haben da selbst einen großen Milchviehbetrieb mit jeder Menge Wald und Alm. Und ich bin eben der Jüngste und deswegen habe ich frühzeitig das Thema, also der Landwirtschaft wollte immer verbunden bleiben. Deswegen habe ich ein Fachabitur Landwirtschaft, also landwirtschaftliche Ausbildung mit Abitur. Und dann war ich frühzeitig mit 16 schon als Erntehelfer einmal in Hessen und dann mit 17, also sprich seit 2005, war ich in Schleswig-Holstein, war da auf dem 700 Hektar Marktfruchtbetrieb, also eine Betriebsgemeinschaft und habe mich so wohl gefühlt. Und mittlerweile muss man sagen, seit über 20 Jahren bin ich mit einer Schleswig-Holsteinerin liiert, habe auch 2 quick lebendige Kinder und es ist also wunderschön im Norden Deutschlands. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Arbeit. Ich freue mich ganz entscheidend, dass ich so ein Glück oder so einen schönen Beruf bekommen durfte, also im Außendienst, also für Fachberatung, für einen Vertrieb, für einen großen deutschen Saatgutzüchter oder das zweitgrößte mittelständische deutsche Züchtungsunternehmen der Deutschen Saatveredelung. Und unser Schwerpunkt ist es ja auch in der Landwirtschaft. Also man muss immer dazu sagen, Saatgut ist immer der Anfang auf jeder Fläche, auf jedem Betrieb. Und es ist uns ganz, ganz wichtig, nicht nur Saatgut zu verkaufen, sondern das fachlich, beratungsmäßig von A bis Z zu begleiten, um eben Betriebserfolg auf jedem Hof zu bringen. Ich bin persönlich eben seit mittlerweile 9 Jahren, wo ich den Weg gehe. Man muss eben sehen, auf vielen landwirtschaftlichen Flächen, die Probleme werden nicht kleiner, sondern Stück für Stück immer größer. Und ich habe mich damals immer schon auf vielen Flächen gefragt, laut Lufer Bodenuntersuchung als Beispiel, also mit pH-Wert, mit Magnesium, mit Kali, mit Phosphor, alles in C. Und viele Pflanzen sagen mir aber ganz entscheidend einen anderen Hintergrund. Irgendwas nicht stimmen kann oder stimmen
wird. Und es ist eben auch schön, dass man über schöne Feldtage viele Betriebe erwischt, erreicht und eben einfach die Unterschiede. Und das ist genau der Punkt, Christian, wo du vorhin angesprochen hast, Gemeinderispe, Deutsch Weidelgras. Da eben deutsches Weidelgras bringt erstens einmal fast die doppelte Leistung gegenüber einer Gemeinderispe, aber eine Gemeinderispe zum Beispiel macht zwar eine richtig schöne geschlossene Narbe, ist aber vom Futterwert und von der Ertragsleistung sehr, sehr schlecht und das kann man nicht nur riechen. Und genau aus diesem Punkt muss ich mir genau fragen, warum auf so vielen Beispiel grüner Flächen so viel Gemeinderispe oder auch Quecke wächst. Und es hängt ganz einfach damit zusammen, dass verschiedene Pflanzenarten eben unterschiedliche Ansprüche haben. Und wir müssen eben lernen, dass eben die hochwertigen Arten, sprich das deutsche Weidelgras oder ein Weißklee, Rotklee, Wiesenrispe und viele andere wertvolle Gräserarten, man muss es eben so sehen. Jeder Landwirt weiß, Roggen wächst auf einem schlechteren oder pH-schwachen Standort, er kommt eben damit zurecht, oder Mais ist relativ ähnlich. Aber ein Weizen hat deutlich höhere Ansprüche und so muss man das auch in den Gräserarten sehen. Und ich habe eben da vor jetzt über 8 Jahren damit begonnen, mich mit anderen Bodenbewertungssystemen genau zu befassen. Und da bin ich eben auf die fraktionierte Analyse vom technischen Büro Hans Unterfrauner aus Wien gestoßen. Wir haben da auch firmenintern schon viele, viele andere vorherige Erfahrungen, aber ich habe mich richtig damit beschäftigt und ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, das ist der Hammer. Man kommt einfach, man hat über 120 einzelne Werte und der Boden wird genau unter die Lupe genommen und es ist eben nicht nur über den richtigen pH-Wert, Basensättigung, sondern ganz entscheidend sind eben auch die pflanzenverfügbaren Stoffe, also die also wasserlöslich sind und austauschbar sind und das Ganze wird dort ins richtige Verhältnis gezogen. Ja, wir haben sowas ja hier liegen auf dem Tisch, weil du dann auch auf unserer Fläche warst und auch festgestellt hast, dass da noch Potenzial ist, hast du mir ja empfohlen, diese Bodenprobe nach Österreich zu schicken, in dieses Institut. Und dann kann ich auch mal sagen, was da zurückgekommen ist. Also ich habe 2 Proben losgeschickt und da sind zurückgekommen, wie viele Seiten mögen das sein hier? 2 Proben sind 24 Seiten. Ja, irgendwie so. Und dann haben wir hier diese Tabellen. Also vielleicht kopiere ich die auch nochmal rein ins Netz. Die verlinke ich dann unter die Folge, um mal ein Beispiel zu nehmen. Mit Bild von der Probe und dann auch richtig gut erklärt, ne? Finde ich so. Also ich habe mir das dann ja auch durchgelesen. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich es durchgelesen habe. Aber da denkt man echt, Mensch, das ist sowas ganz anderes, was man da bekommt. Nur für mich als Landwirt war dann ja auch die Frage, was machen damit? Ne? Wie gehe ich jetzt damit um? Und da hast du ja die Empfehlung gegeben, bei mir jetzt in dem Fall speziell war zu viel Aluminium im Boden. Also es gibt ja auch toxische Elemente. Man muss auch erklären, warum dort Aluminium im Boden war. Wie gesagt, wir haben einen pH-Wert, der aber laut Bodenprobe über 5,5 ist, aber der entscheidende Anteil ist eben dieses Wort Basensättigung. Und das heißt, in dem Boden haben wir so eine potenzielle Sorptionsstärke von 71 Millimol, also Kationen-Anion-Bilanz, und davon war eben leider fast 50% Säure am Magnet. Deswegen waren viel zu viele Tonteilchen und wo sich der Boden zerstört, auflöst und deswegen ist auch viel zu viel Aluminium in der Bodenlösung und das ist eben kontraproduktiv für Wurzelwachstum und keine Wurzel, schlechtere Nährstoffaneignung und weniger Wurzeln, deutlich mehr Nährstoffe werden auch ausgewaschen und das ist eben ein entscheidender Ansatz daraus. Das heißt eben auch, es ist genau rausgekommen, obwohl es sich um ganz leichten Boden handelt, haben wir als Ausgleichsmaßnahme in Summe knapp 4 Tonnen Kalk gebraucht und ein bisschen Kali, da eben die Verhältnisse untereinander wieder vorherrschen. Und das hat in dem Fall schon ausgereicht, um die potenzielle Säure rauszunehmen, da der Boden wieder stabil ist und dass eben das toxische Aluminium wieder verschwindet und in feste Bindungsformen überführt wird. Das heißt, wenn Aluminium weg ist, habe ich deutlich besseres Wurzelwachstum, umso mehr Wurzelwachstum, umso mehr Bodengare, umso besser ist die Bodenphysik. Und gleichzeitig, wir waren eben vorher schon im Feld, haben da mal genau geguckt und erstaunlicherweise auch jede Menge Regenwürmer auf einmal auf der Fläche da, weil auch das Bodenleben braucht
Ein pH-Wert, der optimal, zwar je nach Standort unterschiedlich, aber im Mindestbereich zwischen 5,8 und für diesen Standort 6,3 pH liegen wird. Ja, man kann sagen, wir haben eigentlich über 3 Jahre eine Bodenverbesserung gefahren, indem wir mehr gekalkt haben und wir haben Molybdän und Kupfer. Gespritzt, auch über 3 Jahre, auch mehr gekalkt. Und das war auch, das habe ich schon nach dem ersten Jahr, habe ich schon Veränderungen festgestellt. Nach dem zweiten war es noch besser. Ich habe mir extra diese Fläche ausgesucht, weil die eigentlich so ein bisschen hinterherhinkte immer. Und dann spielte sie vorne mit. Das war schon beeindruckend. Und deswegen habe ich die jetzt auch ins Interview geholt, weil das so Sachen sind, die lernt man in keiner Berufsschule. Und die sind aber einfach faktisch von so großer Bedeutung, um voranzukommen. Unsere Kühe sind Hochleistungssportler, wir verlangen denen richtig was ab. Und wenn die nicht die optimale Energie zugeführt bekommen, auch über das Grundfutter, dann wird es schwierig. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn es nicht rund läuft. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Grundstein in der, ja, auch in der Gesundheit des Bodens. Mhm. So. Und das muss man jetzt auch richtig zusammenfassen. Der Boden ist der Magen der Pflanze. Die Pflanze hat ihren Standraum und die Pflanze kann nicht wie alle Lebewesen oder wie wir Menschen, wenn uns der Standort nicht gefällt, gehen wir woanders hin. Oder wenn uns das Mittagessen nicht schmeckt, dann kaufen wir uns eben was anderes. Und das kann eben, die Pflanze muss mit ihren Bedingungen zurechtkommen. Und so wie sie an einem Standort steht, müssen die Bedingungen für die Pflanze, ich habe das vorher angesprochen, und auch für die Pflanzenart, und wenn wir jetzt ganz speziell vom Grünland sprechen, wir brauchen höchste Leistung und da brauchen wir höchste Anteile wertvoller Gräser und die Bedingungen muss ich dafür schaffen. Und ich möchte auch nochmal diese Spurenelemente ganz einmal stärker unter die Lupe nehmen. Das war nämlich ganz speziell auf dieser Fläche, dass wir also tatsächlich extrem Kupfer- und Molybdänmangel hatten. Und jetzt fragen Sie natürlich als Betrieb, Eiweißversorgung ist zukünftig und gentechnikfrei. Eiweißversorgung als Beispiel ist ja die letzten 2 Jahre in voller Munde. Und Grünland ist und bleibt die billigste, beste Rohproteinquelle, was wir haben. Und ich stelle eins nicht nur aus der Praxis fest, sondern aus internen Exaktversuchsergebnissen, dass also Spurenelemente eine Schlüsselrolle nicht nur besitzen und haben, sondern ich möchte das an dieser Bodenprobe Beispiel zeigen mit Kupfer und Molybdän. Das sind beide so essentiell in der Proteinsynthese. Wenn also Stickstoff, Schwefel, Kupfer, Molybdän nicht in der richtigen Menge vorhanden ist, hat diese Proteinsynthese ja irgendwo einen Fehler. Und auch kein zu wenig stabiles Rohprotein, was dann produziert wird. Und ich kann also über diese kleinen Stellschrauben wahnsinnig viel erreichen. Und ich habe also Praxisergebnisse mit und ohne und im Exaktversuchswesen also viele Ergebnisse mit deutlich über 1% Rohprotein. Und das geht in der Praxis sogar jetzt festhalten, bis nur durch Kupfermolybdän-Düngung. Voraussetzung, ich muss wissen, ob das bei meinem Standort auch Mangel ist. Weil es ist ganz diese Interaktion, es gibt auch viele Standorte, das Zinküberschuss und Kupfer ist zwar laut Lufa ausreichend, aber in dieser Kationen-Anionen-Bilanz durch Zinküberschuss habe ich automatisch zu wenig Beispiel Kupfer in der Bodenlösung, weil die Pflanze hat wieder ihren Standraum. Und es geht eben ganz entscheidend bei dieser ökologischen Bodenbewertung die Verhältnisse unter den Nährstoffen. Nicht nur auf Stickstoff, Phosphor, Kali, pH-Wert, sondern es geht um die wichtigsten 16 Pflanzennährelemente, um die ins Gleichgewicht zu kriegen. Und ja, wie Christian Völkner das hier in Eggebeck festgestellt hat, habe ich sehr, sehr viele Betriebe. Also das ist der richtige Weg, sich zukünftig nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch in der Umsetzung deutlich stärker beginnen als Ergänzung. Ich muss zwar auch gezielt sagen, das ist nicht ganz preiswert. So eine Bodenuntersuchung sprechen wir von derzeit über 350 Euro für eine Probe. Aber was bringt uns das, wenn viele Flächen in ihrer Leistungsfähigkeit dramatisch hinterherhinken? Und ich gehe jetzt eine Stufe weiter. Ich habe das Wort gesunder Boden, gesunde Pflanze. Gesunde Pflanze, gesundes Tier. Also ich sehe mir da persönlich sehr, sehr viele Zusammenhänge. Und ich kann eben nicht alles hinterher über Zukaufsfuttermittel oder Mineralfuttermittel ausgleichen, sondern viel wichtiger ist es,
da das schon in Ort und Stelle über die Pflanze, über die Silage oder über die Futtermittel direkt zum Tier kommen. Ja, und ein Vorteil, den ich auch darunter sehe, ist, das ist jedenfalls ein gefühlter Eindruck von mir, ist, dass da auch eine viel höhere Ertragssicherheit dann ist. So. Ganz entscheidend, wann wir waren vor einem Feld und haben auch jetzt deutlich gesehen, obwohl das jetzt Mitte September ist, wir haben unter unserem Grüner mit dem Spatendiagnose also ein extrem krümeliges Gefüge, also deutlich mehr Struktur und wir haben auch in der Wurzelgesundheit. Ich stelle auf ganz vielen, das speziell diese humosen Sande, haben also laut Lufer mit 8% Humus und pH-Wert-Empfehlung von 4,5 bis 5. Und da ist eben dieses Tonauflösung, Rotonteilchen, dieses toxische Aluminium, dann habe ich richtig Rhizoctonia, also Wurzelfäule, das haben wir heute bei dir eindeutig zeigen können, also das ist, spielt mittlerweile eine komplett untergeordnete Rolle und das heißt, hohe und noch höhere Erträge wurzeln tief und umso besser die Durchwurzelung, umso höher ist das Nährstoffaneignungsvermögen und auch im richtigen pH-Wert spielen dann noch positive Bakterien, positive Pilze, ganz speziell Mykorrhizapilze, eine riesengroße Rolle, zusätzlich eben nicht nur in der Pflanzenernährung, sondern auch im Humusaufbau und umso größer die Wurzeloberfläche, umso stressstabiler sind wir bei unterschiedlichsten schwierigen Witterungsverhältnissen. Du sagtest eben, dass du da exakt Versuche gemacht hast, um da genau was rauszufinden. Du weißt ja ungefähr, was los ist in Schleswig-Holstein mit den Böden und wie viel Aufwand muss man betreiben, um das in Gleichgewicht zu bringen. Also, es ist so unterschiedlich, wie die Böden sind, so unterschiedlich sind die Ergebnisse und die Aufwendungen. Wir haben Standorte dabei, wo man wirklich im ersten, zweiten Jahr schon deutlich eine Verbesserung stattfindet. Es ist ganz entscheidend zu wissen, wie groß ist das Defizit. Ich möchte nur mal ein Beispiel Kalk im Defizit. Ich habe Proben mit dabei gehabt, jetzt festhalten, dort sind, ist also eine Marsch, eine humose Marsch mit pH-Wert von 4,3. Dieser Standort ist beispielhaft, der war 35 Tonnen Calciumcarbonat im Defizit. Das ist also für so einen Standort ist das ein 12 bis 15 Jahres Fahrplan. Und so wie es jetzt hier bei Christian war, wie gesagt, mit knapp 4 Tonnen, das kann man also innerhalb von 3 Jahren umsetzen. Und dementsprechend war der Unterschied nicht so dramatisch, aber wir haben, das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt Standorte, da merke ich im ersten Jahr, manche Böden sind so weit in Gruß und Muss nicht nur gefahren, sondern auch im Nährstoffmanagement. Und da dauert es manchmal auch über 5 Jahre, bis ich eine Wirkung habe, weil es ist ja nicht nur ein pH-Wert, es ist ja wie ein Treppenstufenmodell. Und ich muss eben ganz entscheidend, das Wort pH-Wert ist ja so einfach dahergesagt, aber ein pH-Wert ist ja nur der kardische negative Logarithmus. Und ich muss eben wissen, von pH 7 auf 6 ist Faktor 10, von 6 auf 5 ist Faktor 10 und von 5 auf 4 ist auch nur Faktor 10. Aber die Summe macht es schwierig. Von 7 auf 5 ist Faktor 100 und von 7 auf 4 ist Faktor 1000 in der Versauerung. Ja. Das heißt also, eine 1000-fache bei pH 4 Versauerung ist also fast 990 Mal schwieriger, von 4 auf 7 zu kommen, wie von 6 auf 7. Und das muss man einfach diese Potenz mal genau ins Auge nehmen. Deswegen kann ich diese Antwort ganz entscheidend nicht pauschal, das ist eben, wie weit was aus der Kurve ist. Ja. Okay, wenn wir jetzt jemanden dabei haben von den Hörern, der sagt, ich möchte da weiterkommen. Mich hat das sowieso immer gestört, dass ich immer das Gefühl hatte, Mensch, beim Grünland geht noch was und irgendwie jetzt ist die neue Düngerverordnung da und ich muss einfach mehr rausholen pro Hektar. Ich habe auch keine Lust beim Hauen und Stechen ums Pachtland mitzumachen. Ich möchte über die Erträge und die Qualität wachsen oder besser werden. Wie ist dein Ratschlag? Wie kann man da vorgehen? Also es ist ja grundsätzlich, wenn ich das Stichwort neue Düngerverordnung höre, heißt, umso höher die Erträge, umso mehr dürfen wir düngen. Also das ist mal der erste Baustein. Das betrifft zwar nicht die organischen Düngemittel, da ist ja nach wie vor die 170 Kilogramm Stickstoffregelung drin. Aber grundsätzlich, umso leistungsfähiger, umso einfacher kommt man durch die neue Düngeverordnung.
Und ich kann auch jeden, der möchte, diesen Weg zu beschreiten, unsere Hilfe oder meiner Kollegen anzubieten. Das ist im ersten Moment ja ein bisschen nicht ganz einfach zu verstehen. Aber mit 1,5-2 Stunden dauert es ungefähr, bis man so eine Bodenuntersuchung einigermaßen verstanden hat. Aber das Wichtigste ist ja die Umsetzung, und man muss eben auch bei vielen Sachen in der Umsetzung dem Standort, dem Betrieb und natürlich auch vom Portemonnaie abhängig machen. Jeder, der will und möchte, meine Telefonnummer steht überall im Internet oder ist überall im Internet zu finden. Einfach Kontaktaufnahme, und dann werde ich, was in meinem Zeitrahmen möglich ist, so gut wie möglich begleiten. Ich werde das dann dich auch nochmal verlinken, dass man dich hier findet auf meiner Webseite, dass man dann deinen Kontakt kriegen kann. Gut, dann mache ich mal eine kurze Fragen-Antworten-Runde. Und zwar machen wir das so: Ich stelle dir Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz darauf zu antworten. Bist du bereit? Ja, natürlich. Gut. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Schätzungsweise über 2.500, wo ich persönlich war. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust? Die derzeitige Milchviehhaltung ist, dass der Milchpreis aktuell Gott sei Dank wieder auf einem vernünftigen Niveau ist. Was man gleichzeitig, also im Milchviehbereich, es gibt viele zukunftsorientierte Betriebe, die eben auch weiter wollen, die wachsen wollen. Das freut mich persönlich. Und gleichzeitig ist es auch mit vielen Hindernissen, aber ja, damit verbunden. Gibt es etwas, was dich derzeit ärgert oder verwundert? Mich ärgert also viele Betriebe, die den Kopf in den Sand stecken, die eben in vielen Bereichen die Schuld woanders suchen, obwohl die Schuld ja im eigenen Kopf oder auf dem eigenen Betrieb, die ja Eigenstirnigkeit im Vordergrund, das ärgert mich, die Schuld woanders suchen. Okay, welches Werkzeug oder welchen Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Welches Werkzeug? Also, das ist das einfachste Werkzeug, was jeder Landwirt auf dem Trecker, egal wie wo, mithaben muss. Das ist und bleibt ein Spaten. Die oberirdisch ist das gleiche als unterirdisch, und da ist der Spaten das beste Werkzeug, was ich haben muss. Okay. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst? Es gibt viele, viele, viele Bücher, die man empfehlen kann. Also ich habe jetzt aktuell ein Imkerbuch bei mir in der Hand, weil ich bin seit diesem Jahr Imker. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten Bücher, weil das ist faszinierend. So ein Bienenvolk oder das ganze Wissen rund um die Biene. Oder ich kann auch eine Regenwurmfibel jedem empfehlen. Also, weil ohne Regenwürmer, ohne Bienen haben wir das als Menschen wahnsinnig schwer. Und deswegen, Imkerbuch ist ein Hammer. Kannst du mir hinterher nochmal sagen, dann verlinke ich das mal, wer sich da reinknien will, kann das auch auf der Webseite finden. Denn jetzt kommt die letzte und die sicherlich verrückteste Frage. Stell dir einmal vor, du wachst morgen in einer identischen Welt wie die Erde auf. Du hast all deine Erfahrungen, all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in zum Beispiel Niedersachsen bist. Der Betrieb ist von den Zahlen her durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen? Also, in der ersten Woche würde ich tatsächlich mir genau die Böden unter die Lupe nehmen, und ich würde tatsächlich über die fraktionierte Analyse, würde ich also 13, 14 Stück bekommen, weil dann habe ich einen genauen Überblick mit dem Geld, was ist in den Böden los und wie kann ich dann effizient weiterarbeiten. Also das würde ich persönlich mit dem Geld machen. Okay, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen, dass du ja den Ehrgeiz hast, die Betriebe, die Böden hier in Schleswig-Holstein richtig voranzubringen. Ich finde das faszinierend, wie du da vorgehst und dass du dich da so reingekniet hast, total gut.
Und ich habe das selber gemerkt, das ist eine Sache, die lohnt es auf jeden Fall weiter zu erzählen. Und deswegen bist du ja auch jetzt hier im Podcast. Vielen Dank dafür. Hast du noch irgendwas zu sagen? Oder? Nein, allen Zuhörern wünsche ich, dass das Interview spannend war. Und Christian ist bestimmt willig, das Ganze weiter zu betreiben. Und da freue ich mich schon auf viele, viele Fragen hinterher. Dann vielen Dank. Wenn euch noch jemanden einfällt, der auch davon profitieren kann, von diesem Interview, dann bitte ich euch doch einfach den Link weiterzuschicken, denn ich denke, das ist ja für alle gut, wenn wir weiterkommen mit dem grünen Land, und deswegen teilt es doch gerne, denn ja, so können wir einfach noch stärker werden in der Milchproduktion und mit der Gesundheit unserer Kühen hier in Deutschland und Österreich und Schweiz. Danke, viel Spaß mit euren Kühen, genießt das Leben, euer Christian Völkner.